Tjo, da ist er wieder vom Kamin, ne? Ach ja, Mensch. Heute Morgen muss ich zu meinem liebsten Kunden. Erinnert euch den mit dem Waschbecken? Ja, dem habe ich Wochenende erstmal einen Brief geschrieben. Da kam wieder was, der hat mich nochmal in Verzug gesetzt und wollte jetzt die Rechnung kürzen und ach, all so ein Scheiß wegen diesem blöden Waschtisch. Also, ich kann bei dem machen, was ich will, den werde ich nie glücklich kriegen, das geht nicht. Da kann ich mir einen Arsch aufreißen, der hat immer, der sucht irgendwie nach Sachen. Jetzt, das hat keinen Sinn, da kann ich nicht mehr beigeben, deswegen habe ich mal zurückgeschrieben. Und heute Morgen gehe ich hin, mache ihm das verschissene Silikon und seine Toilette und sein Bidet, werde ihm noch eine Rosette an den Heizkörper bauen und eine Verlängerung für einen Thermostaten, dass er seine Kleidung drauf machen kann. Das Ganze wird ungefähr 10 Minuten dauern und dann ist die Arbeit, die ich machen konnte, da definitiv erledigt. Naja gut, vielleicht eine Viertelstunde, aber ja, das ist so ein Witz. Naja, gut, heute Morgen muss ich hin, wie gesagt, muss das machen. Ich habe gesagt, ja gut, ich will die Sachen, die ich machen kann, machen, aber wie gesagt, das Waschbecken liegt halt nicht in meiner Macht, da kann ich nichts tun. Und ja, ich finde das schon ein bisschen ätzend so, ne? Also sicher hat das länger gedauert, aber nachher er mokiert, dass das fast ein halbes Jahr oder fast, was hat er denn gesagt, dauert fast ein Jahr, glaube ich, hat er sogar gesagt. Im Januar sind wir angefangen. Er hat aber vergessen dabei zu erwähnen, dass er fast 4 Monate flach war mit seiner, mit einer schweren Krankheit. Und ja, gut, ich weiß nicht. Oder werden die Leute komisch, wenn sie krank werden? Es kann auch sein. Ich hatte da mal einen Kunden, der auch. Ich wusste nichts von seiner schweren Erkrankung und da hat er dann auch mit allem Möglichen, mit Anwalt und hin und her und hat auch nach Gründen gesucht und naja gut, wollte nicht bezahlen und dann holte er Rechnungen raus, die ich vor 2 Jahren geschrieben habe von irgendwelchen Sachen, wo er denn noch nicht mit einverstanden war und ey, hör mir auf, ganz, ganz komisch. Und dann ist er letztes Jahr zwischen den Feiertagen verstorben an seiner schweren Krankheit, wo ich nichts von wusste. Und seine Frau, ja, die hat sich mehr oder weniger dafür geschämt, was er da gemacht hat, ne? Und ja, mitunter versteht man die Leute nicht. Man versucht es zwar irgendwie nachzuvollziehen und man will ja auch wirklich mit allen irgendwie grün auseinander, aber das haut nicht hin. Das ist in dem Fall jetzt wirklich, ich meine, es geht nicht um einen defekten Waschtisch, der ist funktionell, die können den benutzen. Es geht darum, dass der eine kleine Welle in der Herstellung hat, die man gegen das Licht sieht. Die ganze Sache ist reklamiert und wird von der Firma Kolko, also der Hersteller des Waschbeckens, auch gemacht, sobald das Waschbecken verfügbar ist. Ich weiß nicht, wo da jetzt das Problem ist. Wieso? Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Er hat keinen Nachteil dadurch. Nicht einen kleinen Nachteil. Das ist einfach völliger Quatsch. Ne? Ja, und da muss ich heute Morgen hin. Und da muss ich noch wieder versuchen, freundlich zu sein. Das hasse ich ja am meisten, ne? Wenn ich gar nicht freundlich sein möchte. Naja. An für sich macht mir das alles Spaß, ne? Also der Job, das ist schon toll, den Leuten da irgendwie helfen zu können, gerade wenn sie in der Not sind, irgendwo das Wasser läuft oder eine Heizung ausgefallen ist oder so. Und es sind auch alle recht gut und zufrieden. Naja, das heißt alle. Es gibt halt diese, es sind nicht mal 2% Arschlöcher, aber die gibt es halt, ne? Und dann ist da am Ende echt, da muss man dann sagen, okay, man macht es nicht für die, sondern für die anderen 98%, die wirklich richtig geil sind, ne? Wo man Dankbarkeit zeigt. Kalchi, möchtest du auch mit auf YouTube? Komm mal hinterher. Guck, da bist du auch auf YouTube. Mach mal winke, winke. Er guckt mich nur an wie ein Pferd. Nee, wir wollen jetzt los. Ich will eben noch den Kaffee austrinken und dann gehen wir noch eine Runde um den Block. Und da weiß er, da wartet er jetzt drauf. Und der will jetzt mit mir los. Deswegen, ich wollte das kurz mal loswerden. Weiß ich auch nicht. Heute Abend, denkt bitte dran. Heute Abend ist wieder Blablabla. Aufnahme, so wie es aussieht, ist der Micha da und ich bin da. Mal gucken, wer noch so kommt. Und ja,
Schön, mal sehen, schönen Abend haben und wenn ihr wollt, guckt mal vorbei oder hört rein. Wir haben jetzt wieder einen Livestream, so höchstwahrscheinlich, weiß ich gar nicht, doch, ich glaube schon. Und naja, wenn nicht, kann ich ja ein bisschen was auf YouTube machen. Ich wünsche euch was, bis heute Abend. Macht's gut, ciao, euer Bob.